Heute Xenia hier, Anga Meyer Trachtennacht. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Gibt es was Neues von Lex the Dark Zone? Also Lex the Dark Zone war natürlich meine Lieblingsserie, die ich je gedreht habe. Also auch, die ich am längsten wahrscheinlich gedreht habe von allen Dingen, die ich immer so in meinem Leben gedreht habe. Und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Zeit für uns. Wir haben lange versucht, auch die Rechte zu bekommen, unsere Produktion quasi die Rechte zurückzukaufen, weil wir gerne ein Feature machen wollten, weil es immer noch nach auch etlichen Jahren ja doch viele Fans gibt da draußen, die uns treu geblieben sind und die sagen, mein Gott, ihr müsst unbedingt entweder ein Remake machen. Und das ist im Moment ja schon so ein bisschen so ein Trend, dass viele Serien, die in den 90ern oder Anfang 2000ern da waren, dass sie auf einmal ein Remake jetzt wieder erleben und neu aufgelegt werden und da eben ein bestimmter Sender das die Rechte quasi aufkauft. Und das, denke ich, wird auch besser funktionieren. Also wir selber, wir haben das nicht geschafft, wir als Actors Group, aber ich hoffe, dass das wirklich klappen wird. Weil wir hatten eine sehr schöne Convention in New York im Dezember und da werden wir dieses Jahr auch wieder alle sein und die Fanbase ist wirklich sehr, sehr treu und die wünschen sich das einfach auch, genauso wie wir.